Deswegen hat Wolf vorgeschlagen, den Mensch als dynamisches System, nicht als statisches System aufzufassen, besteht aus Masse, Energie und Kybernetik. Und hierbei besteht die Störung in der Kybernetik so aufzufassen, dass es sowohl die funktionellen Probleme sind, die Softwareprobleme des Menschen, die strukturellen Probleme, die Hardwareprobleme. Die Ursache ist also hier diese fehlerhafte Dekodierung im Hinterhirn, wo eine richtige, korrekte Information falsch verarbeitet wird. Der Anlass dazu, dass dieses dann nach oben gemeldet wird, ist in der Regel Stress, Bewegungsmittelstand und Wettereinflüsse. Also die Indikationsstellung dann gegeben, wenn das Hinterhirn nicht sauber arbeitet. Ich habe dann im April, also vor kurzem erst, das mal ausgewertet. Ich habe Patienten genommen, die ganz neu waren in der Praxis, oder ich habe Patienten genommen, die über ein halbes Jahr lang nicht mehr da waren. Zeigt sich also folgende Altersverteilung, dass die Spitze zwischen 40 und 60 Jahren liegt, dass dann auch jüngere Patienten und ältere den Weg in die Praxis finden. Bei der Geschlechtsverteilung sehen Sie, oder sieht man, dass zwei Drittel, dass also doppelt so viele Frauen wie Männer in die Praxis finden, wobei hier die Altersspitze etwas niedriger ist. Ich habe dann erlaubt zu fragen nach der Deblockierung, inwieweit jetzt der Schmerz sich entwickelt hat. Bei 5 Patienten in diesem war der Schmerz vollständig weg. Bei 60 wurde dann angegeben mehr als die Hälfte, bei 11 die Hälfte und entsprechend weniger. 7 weniger als die Hälfte, 9 haben keine Besserung verspürt. Bei 46 Patienten wurde keine Angaben gemacht, weil sie schlicht halt ohne Schmerzen zur Kontrolle gekommen sind und sich informieren, was das sein könnte. Die anderen, die ursprünglich aussehen haben, als wären sie behandelbar, hat sich dann herausgestellt, eine war ein Wurzelreinsyndrom bei Prolaps, das zweite eine Spinalkanalspinose, der die Anamnese relativ schlecht hergebracht hat, eine PCP, einen torticolischen Spastikus, die in der Entwicklung war, und ein Patient hat schlicht eine Backverlegung, Spritze haben und so ein Ende rein. Ich bedanke mich. Gut, Herr Becker, vielen Dank. Eine Frage noch mal grundsätzlich, jetzt auch in Bezug auf das Thema Strategie der Wirbelsäulentherapie in der Praxis. Was könnt ihr als Empfehlung mitgeben? Was wir einfach auffällt, ist, dass wir das viel zu strukturell teilweise sehen, dass also die Schmerzen von vorne weg in der Praxis halt erfasst werden müssen. Ist das dieses Schmerzbild oder ist es dieses Schmerzbild? Finde ich was mit meinem orthopädischen Rüstzeug oder finde ich eigentlich nichts? Und dann nicht einfach herkommen und sagen, na, dann gebe ich mal Tabletten, sondern da mal danach schauen, woher diese funktionellen Probleme kommen. Und dann ist natürlich so, wenn wir beim Beispiel bleiben dürfen, wenn er eine hakelige Software hat, dann behält er die ja in der Regel. Aber man muss natürlich auch nahebringen, dass wenn emotionale oder mentale Probleme sind, dass er die in den Griff kriegt. Man über das Wetter redet jeder, aber keiner macht was. Und dann muss man an der Statistik immer auch klar machen, dass es nicht zum Operieren ist und dass es im Alter nachlässt. Und viele sagen dann auch, eigentlich haben sie recht, meine Mutter hatte die Probleme gehabt und heute hat sie es.